Stellt euch mal vor, es gäbe da draußen einen Entwickler, dessen Spiele immer erst dann technisch ausgereift sind, wenn sie schon das zweite Mal im Laden stehen, der, bevor das eigentliche Spiel veröffentlicht ist, Season Passes und DLC ankündigt und verkauft und dann vielleicht auch noch in Trailern das eigene Spiel viel besser darstellt, als es dann tatsächlich geworden ist. Eigentlich möchte man meinen, dass die Spielerschaft so einen Entwickler total scheiße findet, aber in diesem Fall vergöttern sie diesen Entwickler, denn das schafft, von mir jetzt natürlich etwas überspitzt und vereinfacht dargestellt, das Studio CD Projekt Red seit Jahren. Die haben den vermutlich besten Ruf, den man als Entwicklerstudio haben kann. Und heute wollen wir ein bisschen rausfinden, warum ist das eigentlich so? Dazu heute hier der Heiko Klinge, Chefredakteur GameStar GamePro und André Peschke, Chefredakteur Video. Und mein direkter Boss, das heißt, wenn ich Scheiße baue, dann... Ja, ihr beide kennt das euch mit... Das heißt nicht CD-Projekt, ne? Ja, das ist mein Problem. Ihr beide kennt euch mit CD-Projekt aber aus. Heiko, du warst jetzt kürzlich erst vor Ort bei denen, weißt also, wie die ticken. Und von André habe ich erfahren, du hast schon mal gegen oder mit denen Bowling gespielt. Ich habe sie beim Bowling getroffen. Das ist fast so gut. Kugel. Ja. Das ist genügend Kompetenz, das reicht uns. Ich finde das, ja, mir reicht's. Was ich gerne mit euch beiden jetzt machen würde, ist euch durch mehrere Szenarien durchführen, in denen wir zum einen das Handeln von CD Projekt mit dem eines anderen Publishers gegenüberstellen, mit sehr unterschiedlicher Reaktion der Community da draußen. Ich glaube, er will uns provozieren. Ich will, dass ihr aufeinander losgeht. Darum geht's ja eigentlich. Das erste Beispiel ist da draußen der große Streitpunkt Season Pass Ankündigung, was bei ganz vielen Spielen gemacht wird. Das eigentliche Spiel ist noch gar nicht erschienen. Dann gibt es eine Ankündigung, es wird nach dem Release weitere Inhalte geben und wenn ihr jetzt schon Geld bezahlt, dann bekommt ihr die vielleicht vergünstigt oder mit irgendwelchen Bonus-Schikanen noch dazu. Zum Beispiel im direkten Vergleich passiert bei Evolve, da gab es für 25 Euro einen Season Pass. Zusätzlich haben die Entwickler aber gesagt, wir verkaufen unsere Maps nicht für Geld, sondern die Maps an sich sind gratis. Reaktion der Spielerschaft, was für eine Scheiße, buh. The Witcher 3 kündigt einen Expansion Pass ebenfalls für 25 Euro an mit den beiden DLCs Blood and Wine und Heart of Stone und zusätzlich 16 kleine Gratis-DLCs. Reaktion der Spielerschaft. Why? Warum ist das so? Warum so unterschiedliche Reaktionen? Für mich ist der entscheidende Unterschied, und auch bei allem, worüber wir wahrscheinlich jetzt auch reden werden, ist das Thema Kommunikation. CD Projekt ist sich seines Images sehr, sehr bewusst und weiß auch ganz genau, welche Knöpfe sie bei ihrer Zielgruppe, nämlich den Hardcore-Gamern, zu drücken haben, damit die funktionieren. Da darf ich dich ganz kurz unterbrechen, weil das nämlich schon ein schönes Zitat ist. Zu diesen Gratis-DLCs von The Witcher gab es damals von CD Projekt die Aussage, wir schulden unseren Fans diese DLCs. Ja. Was möchte der Fan hören? Ja. Genau das. Dass er 16 Kleinscheiß-Dinger geschenkt bekommt. Das ist ketzerisch natürlich. Nein, das ist nicht. Selbstverständlich ist das ein bewusster Stinkefinger in Richtung von EA und Ubi und wie sie alle heißen. Aber es ist authentisch tatsächlich und es ist kommuniziert. So kommunizieren die tatsächlich. Natürlich machen sie das bewusst. Und ihr seid jetzt ja auch gesagt, mit dem Season Pass, wenn ihr auch nur die geringsten Zweifel habt, dann spielt es erstmal, wartet die Testberichte ab und macht's dann. Aber natürlich könnt ihr es schon jetzt kaufen. Da bist du mir schon ein bisschen vorausgegangen. Da gibt es nämlich auch ein Zitat dazu, zu der Ankündigung von diesem Season Pass, also den beiden größeren DLCs, Blood and Wine und Heart of Stone, hat der Marcin Iwinski gesagt. Zitat, wir bieten zwar schon jetzt einen Expansion Pass an, doch wir möchten eins klarstellen, kauft ihn euch nicht, wenn ihr auch nur die leisesten Zweifel habt. Wartet auf Testberichte und spielt zuerst The Witcher 3 Wild Hunt, um zu sehen, ob euch das Spiel gefällt. Die Entscheidung liegt wie immer ganz bei euch. Ja, so würde ich das auch sagen an seiner Stelle. Nein, das ist ja genau der Punkt. Was sie geschickt machen, ist, ihre Community von Anfang an mitzunehmen. Ja, also halt zu sagen, warum sie etwas machen, was sie machen, immer den Ball der Community zuzuspielen. Und während du eben bei einem Fall wie bei Evolve, das halt schon, zumindest bei unserer Community, die haben halt immer das latente Gefühl, dass ihnen was untergejubelt wird. Und das ist etwas, was CD Projekt, das kann man ihnen sicherlich nicht vorwerfen, sondern dem passiert halt entweder Scheiße, wenn ein Launch verbuggt ist, aber in der Regel kommunizieren sie relativ offen. Vielleicht ein bisschen mit Ausnahme des angeblichen Downgrades, was ja sowieso eine Diskussion aufregt. Ansonsten, aber auch dort kommunizieren sie für einen
für einen AAA-Titel, und da reden wir ja bei The Witcher 3, das ist ja mittlerweile in der Liga eines GTA oder... Mhm. Da vielleicht noch nicht ganz. Vielleicht nicht ganz. Ja, für uns von der Relevanz, ja, für unsere Community schon. Ja, und für diese, in dieser Region sind sie schon jemand, der sehr proaktiv einfach agiert und nicht nur etwas raushaut und dann wartet, wie die Community reagiert und dann plötzlich ganz entsetzt ist. Also die fanden das nicht cool. Kann man auch dazu sagen, also bei Evolve war der Fall, dass die Entwickler von Evolve, da von Turtle Rock, dass die auch darauf eingegangen sind, auf die Kritik dazu, aber wie du sagst, erst nachdem die Kritik kam. Ich glaube, man muss schauen, bei Evolve gibt es ja auch einen serialen Unterschied, und das ist das ganze Pricing für ihre Microtransactions, die sie da noch im Shop haben. Das gibt ihnen natürlich einen extrem viel schlechteren Look als bei den Witcher-Jungs. Ja. Die haben halt ihren Klicker-DLC, den sagen sie, den verschenken wir, und sie haben ihren großen DLC, den sagen sie, den verkaufen sie, aber sie haben jetzt nicht noch den Witcher-In-Game-Store und so. Und das ist alleine, glaube ich, in der Anmutung schon mal ein sehr starker realer Unterschied. Und was Heiko schon sagte, die sind super drin, dem Volk aufs Maul zu schauen, ja, und dann genau zu sehen, okay, was wünscht sich die Community, ja, und wo kritisieren sie die anderen Hersteller, und dann, das bringen sie dann auch in diesen Pressemitteilungen immer so ein bisschen auf den Punkt, wo sie immer da sitzen und sagen, Subtext so, ist immer dabei. Hey, bei uns, die anderen wollen euch diesen DLC unterjubeln, aber wir sagen gleich so, kauft den am besten erstmal noch nicht. Es gibt sogar, wenn ich mich nicht irre, die Pferderüstung, die jetzt kostenlos, das war ja damals quasi der allererste große DLC-Aufreger damals bei Oblivion. Das machen die doch nicht so, ach, ich habe da mal eine spontane Idee, sondern selbstverständlich ist das kalkuliert. Wir haben da eine spontane Idee. Ja. Aber das machen sie schon recht geschickt, und das ist wieder ein durchaus handfester Unterschied, sie reagieren tatsächlich. Ja? Also die Community hat bei ihnen den Eindruck, beziehungsweise hat auch nachweislich irgendeinen Einfluss auf das. Also sie sind ja schon durchaus Säuferin, man würde böse sagen zurückgerudert, aber tatsächlich ist es ja so, sie reagieren auf das, was da draußen passiert. Wenn also dieses Image, das sie sich aufgebaut haben, in Gefahr gerät, weil da zu viele Leute draußen sagen, das finden sie furchtbar, dann haben sie zumindest bisher immer gesagt so, wenn ihr das so haben wollt. Und man muss auch sagen, sie leben das auch intern. Also das muss man auch ganz klar sagen, wie wenn du bei denen im Büro bist, da ist halt tatsächlich in jeder Etage ist da einmal halt dieses Riesenschild mit We Are Rockstars und so, wir machen unser eigenes Ding, wir ticken so. Mhm. Also das ist jetzt nicht nur... Aber kann We Are Rockstars nicht auch bedeuten, wir sind so eingebildet, dass uns scheißegal ist, was die da draußen wollen? Nee, das ist halt eher so die Attitüde, so wir ziehen unser eigenes Ding durch, uns ist relativ nicht egal, was dann wieder Markt dort draußen ist, aber wir machen das, worauf wir Bock haben und versuchen möglichst viele zu finden, die genauso Bock drauf haben wie wir. Jetzt war bei der Ankündigung von diesen 16 kleinen DLCs, auch von CD Projekt selbst, die Aussage, dass vielleicht diese kleinen Geschenkchen da draußen den Raubkopierer umstimmen, sich das richtige Spiel zu kaufen, weil er kriegt da ja auch noch was geschenkt und damit würden Raubkopien vorgebeugt werden. Das ist, wissen wir ja, dass CD Projekt von Anfang an schon immer diese DRM-Maßnahmen sind Kundengängelung und kundenunfreundlich, und deswegen vertrauen wir dem Spiel und lassen das weg. Zufällig von denjenigen, die eine Download-Plattform anbieten, deren Alleinstellungsmerkmal DRM-Freiheit ist. Ja, zufällig. Welch Zufall. Und auch diese Philosophie mit dem, wir vertrauen euch, man möchte sagen, in der Historie haben sie diese Linie vielleicht nicht schnurgerade verfolgt. Ich erinnere mich da gab es irgendwann mal was mit Abmahnungen zu Witcher 2. Sie haben ja, aber auch das ist ja das, was ich eben sagte. Ne? Sie reagieren, also sie haben damals ja mit einer Abmahnkanzlei zusammengearbeitet. Die hat Leute abgemahnt, die Witcher 2 raubkopiert haben. Dann gab es da wieder einen Aufschrei aus der Community, weil man könnte ja Unschuldige erwischen. Ja? Mhm. So selten das auch passiert. Und dann hat CD Projekt damals gesagt, so ja, wir glauben auch nicht, dass wir da auch nur einen einzigen Unschuldigen erwischt haben. Aber es gab jetzt so viel, Rock Paper Shotgun hat einen Artikel drüber gebracht, hatte die dann auch angeschrieben und gefragt, was geht denn? Und dann haben die halt gesagt, so, hey, und wir haben das jetzt uns angeschaut, und es gibt so viele Leute, die dagegen sind, und wir wollen unser Verhältnis zur Community nicht belasten, und deswegen lassen wir das jetzt bleiben. Ja, es ist natürlich auch für die ein schwieriger Balanceakt. Sie haben halt den Luxus und waren auch immer clever genug, dass sie die volle Kontrolle über ihr Produkt behalten. Bei ihnen ist ja zum Beispiel so, dass sie sich unterschiedliche Publisher auch für unterschiedliche Territorien suchen. Dadurch sinkt tatsächlich auch ein Stück weit ihre Beteiligung an den Erlösen, aber sie behalten die Rechte an der Marke und auch letzten Endes unter dem Strich die Rechte daran, was sie denn nun mit dem Spiel machen und wie sie es machen. Und so ist es dann halt eben
natürlich unterliegen sie dann auch bestimmten Gegebenheiten. Es gab diesen Shitstorm, dass eben die Collector's Edition für die Xbox One halt hochwertiger ist, was Zeug halt drin, was in anderen Collector's Editions halt nicht drin war. Muss halt sagen, naja, irgendwo müssen wir dann die Zugeständnisse machen, die andere eben auch machen müssen. Aber im Verhältnis zu da anderen... Da geht es darum, dass in der Collector's Edition ein Kartenspiel und noch eine Landkarte... Eine Landkarte drin ist. Aber halt wirklich physisch und nicht genau, ein physischer Unterschied, weil sie gesagt haben, wir müssen irgendwas Exklusives anbieten, wir wollten nichts im Spiel machen, also machen wir es eben halt bei der Collector's Edition, weil wir hoffen, dass es weniger stört. Aber auch da wieder, ne? Sie haben gesehen, die Community regt sich vor allem darüber auf, dass sie das Gefühl haben, sie kriegen kein komplettes Spiel mehr, ja? Weil hier Amazon eigener DLC, GameStop eigener DLC, Hü und Horn, und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir halt physische Goodies, die sind irgendwo exklusiv und alle digital gekriegt. Ja, aber bei weitem nicht so sehr. Stimmt, und sie haben wieder die Chance sofort ergriffen. Und da sieht man, sie investieren an allen Ecken und Enden eigentlich in PR, muss man ja sagen. Sie investieren stark in PR, indem sie genauso was sagen, indem sie sagen, hey, wir lassen vielleicht, wenn wir jetzt diese Raubkopie-Abmahn-Geschichte bleiben lassen, lassen wir von mir aus mal 10.000 Euro auf dem Tisch liegen. Aber das stecken wir quasi in unser Image als Entwickler. Und das kommt gut an. Und Heiko hat natürlich völlig recht, das würde vielleicht auch manches Ubisoft-Studio gerne so machen, nur die haben halt nicht die Freiheit, das zu tun. Das muss man halt auch fairerweise sagen, das hat man ja relativ deutlich auch gesehen bei Assassin's Creed Unity. Die großen Publisher stehen da natürlich auch unter einer ganz anderen Beobachtung, nämlich weil es börsennotierte Unternehmen sind. Das heißt, wenn da eine Info jetzt rauskommen würde zu Assassin's Creed Syndicate Downgrade, dann hätte das massive, schon jetzt wirtschaftliche Auswirkungen. Das ist bei CD Projekt halt nicht der Fall, weil es meistens wissens noch zu groß und zumindest privat geführt ist. Sind die nicht auch an der Börse? Ja, aber nicht in dem, nicht in dem Umfang, wie es jetzt bei den Ubisoft ist. Nicht in dem Umfang und in den vor allen Dingen Umsatzregionen, wie es eben bei Ubi, Activision, Blizzard, so viel gibt es ja nicht mehr. Ja, da gab es ja auch eine Konsolidierung. Jetzt hattest du gerade eben schon das Wort Downgrade angesprochen, das würde ich gleich besprechen wollen, aber gerne noch einen Punkt vorher behandeln, nämlich wir hatten jetzt einerseits von CD Projekt gehört, sie machen das mit diesem DRM-Zeug nicht mehr. Sie haben bei Witcher 2 gemerkt, das findet die Community nicht gut, wenn sie da noch mit Abmahnkanzleien zusammenarbeiten. Also diesmal volles Vertrauen an die Community. Und dann gab es vor einigen Tagen die Meldung, dass man The Witcher 3 trotzdem mit so einer Datei irgendwie aktivieren muss. Und wenn man sich da jetzt in dieses Thema nicht einliest, dann klingt das auf den ersten Blick schon auch mal wie DRM. Ist das klug, das sowas dann zu machen? Also wenn man dann wieder den Eindruck hat, dass das ja irgendwie... dass da irgendwas von oben kontrolliert wird? Naja, es ist ja, keine Ahnung, wie man das immer versteht, aber so streng genommen ist es, glaube ich, ja nur ein Kopierschutz und kein DRM. Also unter DRM verstehe ich ja tatsächlich so Dinge, die halt wirklich meine Zugriffsrechte in irgendeiner Form an einen Account binden, einschränken, hü und hot. Kann man, und sie haben ja gesagt, okay, sie wollen einen Schutz dagegen, wenn das Spiel, wie es ja auch geschehen ist, vorab liegt. Ja, das heißt, sie haben ein paar Dateien, die man quasi essentiell braucht für das Spiel. Die musst du dir halt dann erst ab einem bestimmten Zeitpunkt von deren Server runterladen und vorher geht das halt nicht. Also keine Ahnung, inwieweit sie da, für mein Gefühl haben sie ihr Versprechen da nicht gebrochen, ehrlich gesagt. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich meine, sie haben es damals halt bei Witcher 2, sind sie ja auch mit ihrem Witcher 2 Launcher böse auf die Nase geflogen, den sie dann ja auch im Nachgang dann noch deutlich entschärft haben. Ja. Wie gesagt, also ich glaube, das Problem, was sie auch erkannt haben, muss sie ganz genau auch wissen, welchen Knopf sie drücken müssen bei ihrer Community, ist, dass sie letzten Endes sagen, natürlich wollen wir nicht, dass Raub kopiert wird, wir wollen aber eure Nutzungsrechte an dem Spiel nicht einschränken und so wie zumindest, das ist halt schon, da muss man klar sagen, unsere Zielgruppe verläuft relativ kongruent zu denen, was die bedienen. Ja. Und wir wissen ja auch von unserer Community, dass sie im Prinzip jetzt kein Problem haben mit Kopierschutz per se, sondern sie haben dann ein Problem damit, wenn sie ihnen das Spiel nicht ganz gehört, ja, sondern weil halt gesagt wird, ich kann es halt nicht kopieren, ich kann es nicht mit auf einen anderen Rechner nehmen, ich muss das immer wieder neu aktivieren. Weiterverkaufen kann ich es nicht mehr, also wenn sie sich gegängelt fühlen. Ja. Dann kommen wir jetzt zu dem, was du eben angesprochen hast, nämlich dem großen Skandal, der gerade eben durch die Weiten des Internets tobt, nämlich der Grafik-Downgrade. Und da hatten wir vor einiger Zeit einen ähnlichen Fall, nämlich damals bei Ubisofts Watch Dogs, wo eben auch die Präsentationen auf Messen und in Trailern deutlich besser aussahen, als das, was man tatsächlich auch in den höchsten Grafikeinstellungen in der fertigen PC-Version hatte. Und das soll es bei The Witcher 3 jetzt auch geben. Es gibt da eben diverse Foren, die voll sind mit Beweis-Screenshots und hier ist der Effekt anders. Und dann gibt es Insider, die behaupten, dass das vielleicht mit der Konsolenversion zusammenhängt.
warum ist das bei Watch Dogs, warum explodiert das da so und warum passiert in unserem Forum Kommentare wie folgender, den ich gerne mal vorlesen möchte, vom Community-Mitglied Splatterest. Der schreibt nämlich unter diese Meldung mit dem Grafik-Downgrade bei The Witcher: Selbst wenn es stimmen sollte, fände ich das verkraftbar. The Witcher 3 hat nie mit Grafikpracht oder Ultratechnik die Werbetrommel gerührt, sondern hat seit jeher, auch bezüglich PR... da kommt eigentlich schon der Einspruch. ...den Fokus auf die reichhaltige Geschichte, die sie erzählen wollen, gelegt. Und das scheint ja auch gelungen zu sein. Beeindruckend finde ich die Optik trotzdem, auch wenn die 2013er Trailer tatsächlich noch eine Spur opulenter wirken, aber kein Vergleich zu dem Watch Dogs Debakel, zumal dort ganz bewusst mit der ach so tollen Technik geworben wurde. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mir schwillt bei dieser ganzen Downgrade-Diskussion bei jedem Titel der Kamm. Also weil es gibt, seit es Spiele gibt, gibt es die ersten Screenshots. Man erinnert sich ans Command & Conquer 3, die ersten. Da waren sie auf der Packung. Ach gut, okay. Das war schon mal ein bisschen cheesy, aber letztendlich war es auch da. Codemasters, die immer schon Target-Screenshots... Da gibt es sogar ein eigenes Wort dafür, Bullshots. Ja, Bullshots, genau. Den Target-Render-Branchen intern. Es ist schlichtweg Fakt, dass das Letzte, was in jeder Spieleentwicklung gemacht wird, ist die Optimierung. Und gerade bei Titeln, die aktuell erscheinen, egal, rede ich jetzt von den Titeln in den letzten 2-3 Jahren, die sind angefangen worden, als noch nicht klar war, wie die aktuelle Konsolengeneration, wie leistungsfähig die letzten Endes sein wird. Und selbstverständlich... ist es dann so, dass man am Anfang, wenn man das Spiel präsentiert, jetzt nicht die auf Nummer sicher Version zeigt, also so gut kriegen wir es auf jeden Fall hin, sondern sagen, dazu ist unsere Engine theoretisch in der Lage. Das finde ich einen ganz interessanten Punkt, den du gerade ansprichst, mit dem, dass man eben noch nicht die Spezifikation der Konsolen wusste, was ich aber gerade im Fall von CD Projekt interessant finde, weil die ja eher dieses Image haben, dass sie PC-freundlich sind und dem PC-Spieler zugetan sind, und dann würden sie ja jetzt Eingeständnisse zugunsten der verhassten Konsole machen. Ja, das ist halt aber auch ganz ehrlich, selbstverständlich ist es für ein Unternehmen, aber bei einem Titel von The Witcher 3, die haben ja auch eine Entwicklung durchgemacht von Witcher 1 bis Witcher 3, ja, vom anfänglichen Nischenspiel jetzt zu einem weltweit beachteten Rollenspiel-AAA-Titel. Natürlich sind für die Konsolen als Verkaufsplattform relevanter weltweit gesehen als der PC. Das ist Fakt für jeden. Das muss man einfach mal so klarstellen, ob man das nun cool findet oder nicht. Und dann ist es natürlich auch so, dass dann da andere Prioritäten gelten. Sie müssen ja zum Beispiel, deswegen haben wir am Anfang auch nur die PlayStation 4-Version, weil die als erstes fertig war, weil sie das natürlich zum Approval an Sony schicken müssen, während sie bis an der PC-Version noch bis Ultimo halt rumdengeln können. Mhm. Ich bin mir relativ sicher, ohne dass ich jetzt schon wieder auch CD Projekt ist geil sage, also es gibt Gründe dafür, warum das so ist. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, also zum einen sieht die PC-Version besser aus als die Konsolen-Version, schon jetzt, wenn man alles auf Anschlag ist. Ich habe es ja gesehen, auch dort bei denen vor Ort. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, weil auch das wäre ja nichts Neues, dass sie da auch im Nachgang nochmal die Engine ein bisschen aufbrezeln. Enhanced Edition? Ich weiß nicht, wie du auf diesen Titel kommst. Ne? Aber ganz klar ist es halt so, natürlich haben die sich wieder verhoben, weil die halt, es sind Chaoten, das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Aber die wollen halt keine Kompromisse eingehen, dann verschieben sie es halt 3-4 Mal. Und trotzdem haben sie das sicherlich noch nicht dort, wo sie es gerne gehabt hätten, klar. Ich bin mal gespannt. Also dieser Grafik-Downgrade-Kram ist tatsächlich, finde ich, der valideste Punkt, wo man sagen kann, da werden andere Publisher eher zu Unrecht viel mehr ins Gebet genommen. Ja. Ich finde es mit dem Watch Dogs-Ding durchaus vergleichbar. Gibt es ein paar interessante Aspekte daran, du hast selber schon gesagt. Also sie haben auch, glaube ich, jetzt sogar in jüngster Zeit nochmal betont, wie sehr in die PC-Community am Herzen liegt, dass das ja die Jungs sind, die sie groß gemacht haben und so. Und wir wissen ja, die PC-Community ist da häufig sehr schnell sehr gekränkt, weil ihnen das ja schon ein paar Mal passiert ist, dass sie manche Spielereien, die auf dem PC, Battlefield, ne, haben da angefangen, sind zur Konsole gewechselt und so. Und ehrlich gesagt, dieses Ding mit dem, die Spezifikationen waren ja noch nicht bekannt, das halte ich für Quatsch. Weil die Grafik, die sie gezeigt haben, die immer noch erheblich besser aussieht, stammt von der E3 2014 letztes Jahr. Mhm. Ja? Und spätestens da wussten sie ganz genau, wie diese Konsolen-Hardware aussieht. Ja. Ja? Also dann, wenn sie das wegen der Konsolen tatsächlich gemacht haben sollten, das würde ich jetzt mal in Zweifel ziehen. Ich glaube, bin da eher bei Heiko. Ich glaube, sie wollten
zu diesem Punkt A hin und dann haben sie es einfach nicht hingekriegt, dass es auf irgendeinem PC läuft, der nicht mit vierfach SLI sonst irgendwas betrieben wird, wo man irgendwie drei Leute mit Eiswürfeln nebendran stehen hat, die immer schaufeln müssen und so. Aber wenn sie das wenigen Konsolen gemacht haben sollten, wäre das ja tatsächlich eine Täuschung ihrer PC-Community. Was wir halt hier auch für ein generelles Problem haben, ohne dass ich jetzt schon wieder in Schutz nehmen möchte, aber was man schon in jedem Gespräch merkt, und zwar egal, mit wem du da sprichst, also von der Empfangsdame wirklich bis zum CEO und von den Level-Designern, die sind einfach unglaublich stolz auf das Ding. Also das kann man wirklich mal sagen. Ja. Zu Recht. Es ist auch ein super Spiel, davon mal ganz abgesehen. Aber man merkt, denen liegt echt richtig viel an dem Ding. Und sie haben bisschen Angst davor, darüber auch die Kontrolle zu verlieren. Also das ist schon relativ augenscheinlich. Ich habe da auch beim Bilder machen, beim Spielen gesagt, ich mache einfach mal ein paar Bilder, weil ich finde das hier so geil, das ist so schön und lass mal machen. Mhm. Und dann hieß es auch, nee, das können wir so nicht freigeben. Siehst du nicht da sieht man noch, wie das Gras von dem Stein rausschaut. Und ich so, ja, ist doch egal, na gut, aber man sieht ja offensichtlich, ist es den Leuten nicht egal. Ja. Sondern es war halt schon so, dass sämtliche Screenshots und Bilder, und sie haben ja echt tonnenweise rausgehauen, sind natürlich nachbearbeitet worden, dass die Pose richtig so passt. Wenn du da in den Kämpfen da am Rumfuhrwerken bist, dann hast du natürlich die Clippings und das, was du bei jedem Spiel dieser Machart hast. Aber auf Bildern durfte das nicht zu sehen sein und da ist halt schon die Frage, wo man da auch sagt, naja, vielleicht muss man dann auch sich mal ein bisschen von seinem Baby dann noch trennen und sagen, okay, wenn ihr sagt, das sieht gut aus, dann passt das halt schon mal. Da hat man eben nicht wieder diese Erklärungsnot im Nachhinein. Ich würde abschließend gerne noch eine Sache ansprechen, nämlich das Image da draußen von CD Projekt gegen jetzt das von einem Ubisoft oder einem EA ist eher das, dass CD Projekt diese Underdog kleine Firma ist, die kleine Firma mit Rebellen und da dieser große Weltkonzern dagegen steht. Deswegen ist dem Underdog eher zu verzeihen als dem Welk. Ist das noch ein akkurates Bild oder ist das eigentlich ein schiefes Bild? Schwierig. Also ich finde, das Bild gilt schon noch, wenn man sich überlegt, wie viele Leute an einem Assassin's Creed mittlerweile sitzen und sich dann anschaut, welchen Scope hat jetzt das Projekt, dann sitzen an einem Witcher nach wie vor verhältnismäßig wenig Leute. So irgendwas wahrscheinlich je nach Produktionsstandpunkt zwischen 100 und 350 Leute, die an dem Spiel gearbeitet haben. Ja? Und dafür arbeiten sie halt auch 3, 4, 5 Jahre dann letzten Endes und brauchen halt entsprechend länger. Und sie haben, glaube ich, insgesamt 450 Mitarbeiter, wo dann aber auch noch die Publishing Unit dazu gehört. Das ist ein bisschen... Man weiß aber auch, man kann mit so wenigen Mitarbeitern relativ viel erreichen. Valve ist das beste Beispiel. Na? Also sie sind sicherlich jetzt nicht, sind kein Ubisoft und kein EA, sie sind jetzt aber auch kein Team Meat, ja? Oder kein Piranha Bytes. Ja? Piranha Bytes, die ja auch große Rollenspiele machen, irgendwie mit 20 oder 30 Leuten. Ja, ne? Also da ist es tatsächlich noch beeindruckender, was sie da, also gemessen an der Teamstärke. Ne? Ja, also das ist schon der Fall. Ich glaube, was hier einfach der Punkt ist, ist letzten Endes die direkte Kommunikation. Ja, das ist völlig okay, dass die reden viel mit der Community, die machen viel, die Designer sind aktiv. Das ist für mich immer auch halt einfach ein gutes Zeichen, wenn du auf den Messen eben nicht den PR-geschulten Lead-Designer hast oder sogar den PR-Manager selber, sondern halt ja dann der Level-Designer den Walkthrough halt macht und zeigt, worauf er persönlich stolz ist. Ja. Das kommt halt einfach viel authentischer rüber als das übliche Lexikon of Awesomeness. Ja? Ich glaube, wir können abschließend zusammenfassen, dass... Ich muss noch was sagen. Du musst noch was sagen, ja. Ich muss noch was sagen. Und zwar, also eigentlich muss ich noch zwei Dinge sagen, tut mir leid. Aber schnell. Ja, ja, okay. Also zum einen, was ich total interessant finde, was Heiko eben sagte, ich bin mal gespannt, wir wissen, wie das einem sowas auch gewaltig auf die Füße fallen kann. Ja. Also irgendwann sagt mal einer was Verkehrtes, dann gibt es den riesen Shitstorm und vielleicht geht dann auch bei CD Projekt die Schotten runter. Ja. Weil wir hatten ja auch schon den Fall, dass andere mal ein bisschen offener gesprochen haben und dann sofort kam der Community-Zug und hat sie alle platt gemacht. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass auch ein Level-Designer, meine ich, mir damals, habe ich ihn auch im Interview gefragt, ob sie denn vielleicht so sehr auf die Community zugehen, weil sie es anders gar nicht verantworten können, die Spiele in dem Zustand rauszustellen. Und der hat damals relativ offen zugegeben, so ja. Wir müssen ein gutes Verhältnis zur Community haben, weil wir waren gerade zu Witcher 1 Zeiten noch ein sehr unerfahrenes Team und wir haben sau viele Fehler gemacht und die hätte man uns nie verziehen, wenn wir nicht einen guten Draht zur Community hätten. Jetzt fragt man sich natürlich, je professioneller sie werden, und dann sind sie vielleicht nicht mehr so drauf angewiesen, wie verändert sich das? Und man merkt, die haben eine große Vision, dieser ganze Laden, auch mit GOG.com und so weiter, mit dem ganzen Kram, der dranhängt.
Und wie wann die Punkt erreicht, zu 2, zu 3, ja. Jetzt ist zum Beispiel doch der Scheideweg erreicht. Jetzt mit Witcher 3 ist der Punkt doch erreicht, garantiert, wo sie mit den Konsolen massiv mehr Kohle machen. 1 Million Vorbestellungen, ne? Ist ja jetzt schon. Ja. Das heißt, und man sieht auch dem Witcher 3, nach allem, was wir gehört haben, schon an, dass die Steuerung eher so Richtung auf Konsole optimiert ist. Ne? Also, weiß ich ja. Ja. Also, ihr habt es ja gespielt. Doch. Genau. Also, ja, natürlich. Ja, wir haben die Finalversion, wer weiß, aber, ne? Und wahrscheinlich ist das jetzt wieder der Punkt, wie es schon so oft passiert ist, wo die Konsole die wichtigere Plattform wird. Ja. Ja? Und wie wird es dann in Zukunft bei den weiteren Teilen? Und wie entwickelt sich diese Firma, wenn sie noch weiter wächst und noch größer wird? Ja? Und was passiert, wenn sie vielleicht mal irgendjemanden haben, der einfach mal das Falsche sagt und die Leute, die eh schon so ein bisschen angekratzt sind und so? Bin sehr gespannt, ist das jetzt so das letzte Mal, wo wir dieses Gespräch führen? Und das nächste Mal steht hinten, keine Ahnung, der tiefe Fall von CD Projekt oder das so. Das sind Fragen, die es in der Zukunft zu klären gilt. Jetzt können wir aber zusammenfassen, jeder baut mal Scheiße, nur wenn du Scheiße baust, dann steh dazu und sprich es aus, denn das Internet, das vergisst nicht. Und gib 16 kostenlose DLCs mit Pferderüstung. Ja. Ciao. Tschüss.